Das Talent Schleichen ermöglicht dir, dich lautlos fortzubewegen. Willkommen zurück zu einer weiteren Runde Risen Popesen. Und wir sind an einem spannenden Punkt stehen geblieben und Fred ist schon wieder full life. Ich habe eure Kommentare noch nicht gelesen. Aber ja, ich habe mich dazu entschieden, ich kann es nicht ändern. Ja, ich werde ihn jetzt aber auch nicht absichtlich in den Tod schicken, weil ich das irgendwie genauso dumm finde. Von daher kommt er jetzt einfach mit, solange wie er überlebt. Irgendwann wird auf jeden Fall der Punkt kommen, wo er verreckt und ich überlebe. Von daher... Latten. Gerade sind wir eh die OP3. Ja. So. Auf zum Girge. Oh, hey, Junge. Muss mich erstmal wieder. Oh, jetzt werfen sie ja ab, wa? Oh, ja! Wo sind meine Boys? Ach, da. Oha, das sind ja einige, wa? Guck mal her. Oh, ja! Oh. Oh, ja! Jawohl. Oha, jetzt richtiges Kampfgetümmel. Oh, ja! Ja! Oha! Komm her, Junge! So, jetzt du. Ja! Na? Ja! Zack! Alter, wie viele das sind! Oh, ja! Ja! Oh, lol! Er hat gerade diesen Überschlag gemacht! Ja! Dieses, die machen ja so eine Angriffsattacke, wo sie so ein Salto machen. Alter, die tanken auch die Scheiße weg. Alter, jetzt erstmal alles einsammeln. Holy shit, geht hier direkt gut los. Gnom. Zack. Oh, Werkzeuge. Brauche ich nur noch einen. Das kriegen wir locker hin hier, oder? Wir haben ja gerade so viel weggeschnetzelt. Wir können auch gleich nochmal ein Stück zurückgehen. Weil den Weg da bin ich ja noch nicht ganz lang gegangen. So, Knüppel. Hallo, komm, letzter Werkzeugbeutel, Kack. Hier liegt noch einer, komm, irgendwo. Man sieht die Klöpse halt auch nicht. Na Mensch. Ah, da. Auch nicht. Den hatte ich schon, ne? Oh, Bären. Dann gehe ich in Tucken zurück, denke ich. Da sind ja bestimmt auch noch welche. Ich wäre jetzt quasi nur oben lang gegangen. Die Musik wird auch auf jeden Fall spannender. Also es geht da drin bestimmt jetzt gleich gut zur Sache. Ich bin immer noch gespannt, was oder wer der Gürger ist. Wahrscheinlich ist das nachher eh nur eine Aschenbestie oder ein Oger, der sich einfach so nennt. Ach nee, da bin ich hochgegangen. Okay. Na gut, wir können zurück zur Aschenbestie und versuchen, die zu legen. Aber wir können gucken. Ich will alle drei Mann für den Gürger auf jeden Fall haben. Wenn wir den haben, können wir mal gucken, wie viele noch leben und dann kann man eventuell die Aschenbestie machen. Oh, da ist noch ein Pilz. Krasse Trommelmucke. So, ich muss einen Heiltrank nehmen. Jetzt noch was für den schnellen Durst. Falls es brenzlig wird. Ansonsten... Ach, ich habe ja noch gebratenes Fleisch. Guck mal. 15. Naja, gut. So, speichern. Und drin. Oh, ich höre Gnome ohne Ende. Oh, ja! Okay, ich muss rein, sonst können meine Jungs mir nicht helfen. Oder? Ich hasse die Viecher. Wo ist Fred? Hä? Die sind gerade in den Stein gepackt. Alle beide. Hä? Ist er wieder da? Da kam jetzt noch einer raus! Warum kommt ihr da raus? Ich hasse diese Drecksviecher. Ich hasse die Viecher. Schwupps, ist er weg. Mir über den Weg zu laufen war ein Fürsten. Nicht mal eine Münze. Fred, wo bist du? Das sieht gut aus. Ja, und schon ist er von uns. Oh, rennt er jetzt alleine weiter? Das wäre nicht so gut. Nee, gut. Du brauchst Junge. Dringend was hinter die Ohren. Ja. Wo ist Fred? Hier über den Weg zu laufen war ein Fehler. Oh, ja. Ach,
Da ist Fred. Da! Jetzt die andere wieder weg. Da! Alter, was ist denn hier los? Holy shit! Und weg. Hey du, warte mal. Was ist denn jetzt schon wieder? Oh. Dieser Komplex hier scheint noch gut intakt zu sein. Die Fährte führt genau durch diese Tür in den Berg hinein. Ja, das ist ja schön. Schon gut. Ich halte die Klappe. Geh weiter. Oh, die Stimmung im Team ist überragend. Alter, und was ist hier gut intakt? Hier glitscht man in jede Wand anscheinend rein. Aber ihr auf jeden Fall. Steinplatte, sehr schön. Und eine Truhe. Knacken. Oh, geht gut los hier. Links, und rechts. Nochmal von vorne. Nochmal von vorn. Dann ist es hiermit klar. Geschafft. So. Oh, sehr nice. Telekinese. Telekinese könnte ein Hinweis sein, dass hier irgendwas mit Telekinese zu erreichen ist. Nicht wahr? So, aber jetzt will ich erstmal meinen 15 Werkzeugbeutel. Jawohl! 500 EP. So, ich loot jetzt erstmal die Fettsäcke. Zack. Dornkeule. Kleinvieh macht auch Mist, Leute. Alles looten. Hier ist auch noch eine einfache Truhe. Die geht sogar einfach so auf, ne? Ja. Oh, Fackel. Hab wieder 17 Stück, ne? Wir hatten ja mal keine eine Zeit lang. So, wo geht's hier hoch? Oh, ich höre wieder ein. Moin! Ich komme jetzt hoch! Oh, lol. Schlitz. Oh, lol. Hey, hey, hey. Red, mach du's. Wie abgestochen, das Schwein. So. Den ganzen Krempel brauchst du nicht mehr. Ey, Junge, loot mir mal hier nicht alles unter der Nase weg. Ey, dass ich dem den Bogen geklaut habe, ne? Das ist echt so dumm. Geht's hier lang? Ja. So, hier geht's runter. Kommt ihr nach? Ja, ne? Hier ist sogar Autosave, Alter. Das zählte jetzt hier nicht als Burg für die Burgherren, oder? Doch! Ah, so, dann ist er nachher der Bürger, wa? Oder ist es hier jetzt einfach lang? Wir werden es rausfinden. Na, Band! Zugriff! Oh, hier ist 100 pro irgendwas. Lol, ich bin einfach... Ich kenne einfach dieses Spiel. Es ist einfach ein leichtes. So, was war jetzt... Was hat das jetzt gebracht? Achtung! Ist direkt der Bock, oder? Nee, Skelettkrieger. Oh, ja! Sehr schön. Boah, der hat gesessen. Mit dem Biest hast du kurzen Prozess gemacht. Ja, der hat mich aber... Oh, lol, der hatte 3 Heiltränke dabei. Das ist ja nice. Gab es so ein Bett? Rostiger Zweine. Gab es so ein Bett? Ich habe gar nicht drauf geachtet. Gehen wir aus dem Weg hier. Junge. Was war jetzt der Hebel? Scheiße. Ach, und nochmal. Komm schon. Geschafft. Ring der Jagd. Schön. Und ein Heiltrank. Heiltränke sind nice. Ich muss aber jetzt echt mal langsam Alchemie skillen oder so. Ich klick mal hier ein bisschen rum. Oh. Ach ja, ich kann auch. Doppelt zur Seite. Hua! Was war jetzt der Kackring hier oben? War oben Bett? Meistens sind ja bei diesen Burgen Betten. Warum auch immer. Oder in den Ruinen. Nee, nee, war kein Bett. Ja. Diese Treppe hier gefällt mir gar nicht. Ja, ja, schon gut. Ich hab verstanden. Ja, der hängt. Ich meine ja nur. Geh ruhig weiter. Der labert ja mich zu. Das ist ja nicht mehr feierlich, Alter. Erstmal darauf ein Stückchen. So, und ich kann mal die Kotlets da reinhauen. Nummer 5. Mal speichern. So, mitkommen. Jawohl. Das ist echt viel besser als bei Gothic 2 zum Beispiel. 3. Dass die ja immer ordentlich folgen, Alter. Das war immer so ätzend. Alter, was geht denn hier ab? Nabend! Irgendwas ist hier falsch. Halt doch mal die Fresse, Junge! Diese ganzen Gänge hier unten sind nur eine Finte. Der Bürger muss woanders sein. Ja, ich soll in den Burgherrn. Halt dein Maul. Oh, Sarkophag. Kommt 100 Freunde. Oh, Junge.
Ja, ich bin dabei. Oh, ja! Oha. Die anderen Viecher. Oh, Level up. Nice. Speichern. Oh, lol, Alter, wo geht's denn hier überall lang? Ich clear erstmal, dann loote ich. Nee, ich loot direkt, dann brauche ich hier nicht nochmal hin. Och, du dicken. Und nochmal von vorne. Der Dietrich ist abgebrochen. Der Dietrich ist. Ah. Geschafft. Wieder Telekinese. Vielleicht sollte ich immer. Ja, ich gucke erstmal, wie weit ich so komme, ne? Oh, lol. Guter Loot, guter Loot. Halskette. Schüsch. Ich sehe nichts. Speichern, speichern. So, hier war jetzt. Ah ja. Edelschwert. Schloss öffnen. Hier war, genau, gut. So, weiter geht's. Da ist er. Fight! Okay, okay, alles cool, alles cool, alles cool. Attacke! Das ist der Bock her. Weg mit dir. Ja? Ja! Oh, der stöhnt sogar wie ein Männchen. Ja, machen wir auch. So, ich hätte jetzt gerne wieder aber meine Fackel. Alter, was in den Skeletten liegt, ist ja der Shit, ey. Kleiner Schild. Guck mal, die Fackel hier. Geh mal her. Das ist hier, jawohl, der wievielte ist das? Der fünfte. Brauchen wir nur noch einen, Mensch. Perlen, Alter. Das ist hier einfach die krasseste Loothöhle, in der ich bisher war. Holy shit. Pokal hier. Ich habe auch wieder ordentlich Tränke. Hier steht etwas. Weisheit kriegt man sogar hier. Steinplatten habe ich ja auch noch. Muss ich auch noch mal lesen. So. Die Truhe hatte ich gelootet, oder? Hatte ich die Truhe gelootet? Nee. Wer sagt's denn? Noch ein Trank, Skelettbeschirm. Schwertspitze! Sie gehört zu einem Bastardschwert. Schwertspitze. Zweihänder. Abgebrochenes Bastardschwert. Das Schwert Sturmwind. Neuquest, Sturmwind neu schmieden. Das ist hierfür. Jo! Wo ist die Quest? Lol. Sturmwind neu schmieden. Einfach kein Eintrag. Alter, jetzt juckt es mich in den Fingern, schmieden zu lernen. Das ist ja. Warum ist das keine Axt? Scheiße! Was ist das hier für ein Bottich? So, jetzt gehe ich hier mal mit Telekinese durch, weil hier war ja nur Telekinese als Loot. Da. So, Nabend. Hallöle. Nee, hier vielleicht. Juhu. Oh, ich weiß nicht, bei Gothic 2, Alter, wo wir auf dem Weg waren zum... Nee, das war bei Gothic 1, auf dem Weg zum Schläfer. Holy shit. Da musste man ja aus so einer Falle rauskommen und musste man ja mit Telekinese arbeiten und eine Stelle war halt verbuggt, Alter. Was macht dieser Ring? Ohne Witz. Ah, ich habe den ja aktiviert. Wahrscheinlich war irgendwo auf dem Weg eine Falle. Ich glaube nicht, dass jetzt irgendwie großartig da was... Ups. Ist hier irgendwas?
Ist halt super verdächtig. Hier waren jetzt irgendwie bestimmt 3 Truhen, wo man Telekinese drin gefunden hat. Also ich kenne das ja immer mit Levitation, ne? Dass wenn man in der Kiste Levitation findet, dann direkt um die Ecke irgendein Abgrund ist oder so, wo man rüber kann. Ja gut, vielleicht da unten in der Höhle beim Gürger. Oh. Heilkraut, naja. So, dann gehen wir jetzt rein, wa? Alter, krass, ey. Jetzt bin ich gespannt. Der Gürger. Alle ready? Wie sieht's um Fred aus, Alter? Der hat nur noch ein Drittel Leben, ne? So viel dazu. So, los geht's. Automatisches Speichern direkt. Hier sind direkt Ringe. Lol. Der hier ist nicht betätigbar. Direkt ein Geheimgang hier, Alter. Lol. Lichtzauber wäre ganz nützlich, ne? Dann bräuchte ich nicht immer die Kacke schleppen. Das ist doch hier auch ein Geheimgang, oder? Warum sollte ich einfach... Nicht? Das hier? Auch nicht. Ne, warte! Oh, lol. Hier ist noch ein Schalter. Oder? Nicht? Nee. Gut. Ich habe ein bisschen Angst. Das ist... Ich mach mal Lichtzauber an. So, Abfahrt. Oh, ist nice. Ich höre Gnome. Boah, Alter, ey. Aha. Wie lange hält der Lichtzauber an? Ja, ich werde es erfahren. Weiter geht's. Ist ja 100 Pro in der Fackel auch wieder irgendwas, oder? Wow, lol! Du Schlingel! Zack, abgewehrt. Ja, ja, ist ja gut. Ey, nein, nicht du. So. Da geht's runter. Junge! Hier ist noch was? Alter. Krass, ey. Über die Geheimgänge hier. Nochmal von vorne. Ich weiß gar nicht, wie viel Dietrich ich mehr habe. Ich muss mal gleich gucken. Und nochmal von vorne. Der Dietrich ist abgebrochen. Wer sagt's denn? So. Schloss öffnen. Aha. Aha. Die ganzen Mana-Tränen kann ich eigentlich auch mal verkaufen. Gab es nicht sogar in Risen ein Talent, durch das man Mana-Regeneration bekommen hat? Ich weiß gar nicht mehr. Nee, war das bei Gothic 3? Ja, das fand ich halt mega nervig bei Gothic 2 und 1. Aber hat natürlich dann auch seinen, ja, seinen Zweck. Ist dann natürlich, da muss man ganz anders mit seinem Mana umgehen. Wie Geheimgänge. Nochmal von vorn. Geht doch. Ich frage mich, wie tief das geht. Also ich war jetzt schon in einigen Burgen, aber in noch keiner Burg war einfach so viel Loot, ey. Wenn man das von eben mit einschließt, oh, ein Amulett. Schutz vor Magie. Ist vielleicht ein Zeichen, dass der Gürger... Ich bin super gespannt. Ich wette, der wird mich erstmal übel ficken. Aber ich bin bereit für seinen... Knüppel. Knüppel aus dem Sack! Wer da? Okay, Jungs, hier bin ich. Komm ran. Da ist er! Der Gürger! Jo, ich werde gerade angegriffen. Verdammte Scheiße, ist der groß! Was? Ich habe ihn doch gar nicht gesehen! Wir machen das. Da, er kommt! Okay, okay. Er schlägt mich! Wenn du das sagst, dann aber schnell, bevor ich es mir anders überlege. Jo. Toll, toll, toll. Ja. Ich hasse die Viecher. Das ist natürlich der Lichtzauber, Alter. Ich kack mich voll. Ah, Panik bricht aus. Und ran.
Wo ist jetzt hier ein Gürger, Alter? Ja. Ich hasse diese da oder was? Ich sehe nichts. Doch, da links. Oh, kommt mal mit, Jungs. Okay. Folgendes. Ich habe keine Ahnung, wie stark der ist, aber das ist auf jeden Fall ein heftiger Gegner, würde ich mal sagen. Deswegen, Berserker, wa? Und Angriff. Das war dumm von dir. Ja, ist ein Ogre. Oh, yeah. LOL, wie viel ich im Ziel, LOL! Berserker, mein Freund! Wie viel P? Oh, der hat eine Kristallschale. Wow. LOL. Oh, guck mal hier. Geheimgänge. Hier bestimmt auch noch. Fred hat es einfach wieder überlegt. Der Gürger ist erledigt. Was denn? Wirklich? Bist du dir sicher? Das mit Berserker ganz muss ich mir merken, Alter. Keine Holy Sau shit. Hat mir je geglaubt, dass es dieses Monster wirklich gibt. Das war ein Ogre. Und jetzt sind wir schon zwei, die von seiner Existenz wissen. Diesen Schweinen, die mich ausgelacht haben und für verrückt erklärt haben, werde ich es zeigen. Ich danke dir. Schneid den Kopf ab. Du hast mir geholfen, endlich wieder mit hoch erhobenem Kopf durch die Stadt gehen zu können. Ja, den Bogen von dir habe ich schon. Ein großer Jäger wie du kann sowas sicher gut gebrauchen. So. Ich gehe jetzt erstmal zurück. Er gibt ihn mir noch. Ich wusste es. Woher wusste ich das? Leb wohl. Und verlier nicht deinen Kopf. Ja, ja. Jetzt habe ich zwei Hornbögen. Ist ja schön. Woher wusste ich das, ey? Wie dumm. So, moin. Grab. Ein Grab. Ah. So enden wir alle mal. Junge, das ist kein Grab. Hier stehen einfach nur Grabsteine rum. Ah, oh, ist das schon wieder schön. Ach, und nochmal. Und nochmal von vorne. Jo, was denn? Hier, komm, wir gehen gleich auf drei. Vier. Dietrich ist abgebrochen. Und nochmal von vorne. Jawohl. Alles klar. Ei. Alter, die Lootfeste. Das ist ja... Guck mal, wie wenig Leben er hat. Aber er ist fast verreckt an dem Vieh. Holy Macaroni, ey. So, was gibt's hier noch? Ach du Scheiße, ey. Nochmal von vorn. Ich wollte gucken, wie viel Dietrich ich habe. Wer sagt's denn? Na egal. Ich werde es merken. Akrobatikring. Berserker. Der ist es wieder. Nice. Ist ja übel gut, Alter. Jetzt weiß ich erst, was ich da hab, wie wertvoll das ist, Alter. Holy shit. Vor allem, wenn man auf Nahkampf geht. Und ich meine, ich kann es wirklich. Ich habe genug Mana. Oh, das ist jetzt bestimmt andersrum. 1, 2, 3. Okay, der ist einfach 4, 4. Jawohl. Jawohl, maximale Lebensenergie und Witz. So, den nehme ich mal mir direkt zu Gemüte hier. Lecker. Schönen Schluck aus der Pulle. So. Hier geht 100 Porno und Geheimgang auf. Frage ist nur, wie. Ja, dann geht der wieder zu. Ne, er tut sich einfach nichts. Oh, hier auch. Oder? Oder ist das einfach nur Deko? Achso, ja, ich kann nochmal looten. Oh, lol, das war ein Werkzeugbeutel. Dabei brauche ich gar keinen mehr. Lol, der hat einfach... Ein random Gnome hat die... Okay. Okay. Schlossknackenrune. So, wo geht's hier hin? Wer da? Das ist einfach mal ein Kessel. Und noch eine Steinplatte. Ich mal wieder kochen, wa? Feuertopf. LOL! Den habe ich neu. Seit wann? Guck mal, 200 Leben. Was brauche ich dafür? 10 rohes Fleisch, Kartoffeln, Zwiebeln. GG! Das Rezept muss ich irgendwo jetzt gefunden haben. Ich habe ja übel viel gelootet. Feuertopf. 200 Leben. Wie viel Leben habe ich? 300. Okay, mach zwei Drittel voll. Alles klar. Wo ist er? Feuertopf. Lecker. Ja, dann spare ich ab jetzt rohes Fleisch und verbrate das nicht mehr. Oder, ne? Versteke das nicht mehr. Schlüssel öffnen.
hier gehe ich jetzt mit Telekinese lang. Wo haben wir es? Hallo? Ah, den Ring hat er. Tja. Ist echt nur der Ring. Ja. Ich gehe mal so zurück. Die Fackel da an der Wand? Nee. Da fuck. Oh, da war was. Ein Ring. Ach, den hatte ich aber schon betätigt, glaube ich, oder? Hier kam ich doch direkt rein. Oder? Nee. Doch, der war für die Tür. Ja, gut. Dann würde ich sagen, Fred, komm mal mit. Wir gehen wieder raus. Ich teleportiere mich nicht zurück, denn hier im Osten muss ich ja noch einiges machen. Da lang. So, ich kann mal gleich... So, na bitte, da sind wir wieder. Fritz auch da. Folgendes. Questkarte. Genau. Da muss ich jetzt noch hin. Da ist der letzte Burgherr. Zu Cyrus muss ich. Das ist hier quasi nebenan. Guck ich mal, ob ich gleich Luftlinie irgendwie mich durchklettern kann. Und der Osttempel. Die drei Sachen. Also da, da und da. Gut. Da muss ich hin. Ziemlich genau. Ne, da sehe ich jetzt schon einen Abgrund. Ich gehe erstmal hier lang. Ah, die Aschebestie, Mensch. Ha! Also wenn das eine ist, dem Knurren nach, war das eine. Hier ist auch noch eine Pflanze, Heilpflanze. So, ich... Da muss ich zu Cyrus irgendwo, aber... Ne, keine Chance. Ich könnte mit Levitat... Ne. Okay. Dann gehen wir erstmal wieder zurück. Oh, lol. Schwert. Lag hier noch rum. Die Bäume sind cool, oder? Das erinnert mich an Schlingdorntal. Holy shit. Kennt ihr noch Schlingdorntal aus WoW? Nee. Nee, nee, nee. Nicht Schlingdorntal. Beim Startgebiet der Tauren. Boah, da gibt es so übel die Dornenwälder. Was für Gegner waren da nochmal? Kobolde? Auf jeden Fall erinnert mich das übel danach. Diese knorrigen Bäume. Ja gut, es waren so Dornenbäume. Aber auch diese Schluchten, ja doch, ein bisschen Schlingdorntal. Ach ja, good old times. Bei WoW ist auch echt so die Sache, ne? Es hat ja so viele... Oh lol, was? Achso. So viele Add-ons, wo... Aber mittlerweile ist es so ausgelutscht und ich bin echt froh, dass ich relativ früh raus bin. Ich bin echt an einem vernünftigen Punkt raus, wie ich finde. Nämlich Nordend. Also nach Nordend bin ich raus, also quasi mit Cataclysm. Weil danach... Ich habe es jetzt immer noch so in Erinnerung, wie es geil war, versteht ihr? Wenn ich mir das heute so mal entfernt angucke, bin ich echt happy, dass ich es nicht mehr spiele, weil ich hätte mir die Erinnerung quasi versaut. Aber gut, so. Tatsache, eine Aschebestie. Die schaffe ich nur mit Berserker. Weil Fred ist übel lowlife. Oh lol. Ja, Fred ist ein Hit, dann ist der Junge weg. Nicht mehr genug Mana. Ah, jetzt kann ich doch mal hier Mana-Tropfen brauchen. So, ich speichere mal. Aber ich mach das jetzt einfach. Drauf geschissen. Oh, ja! Ja! Okay, das war knapp. Fred lebt einfach immer noch. Das ist doch nicht wahr, Alter. Und nochmal. Ich achte da nicht mehr drauf. Ich check's dann immer erst nach den krassen Kämpfen. Leute, er lebt immer noch. Und nochmal. Geschafft. So. Okay, das war eigentlich nicht wohl für einen Berserker-Zauberspruch, oder? Na gut, 300 DP noch. Oh, eine Mumu. Was hier? Ogerwurzel, okay. Für einen Stärketrank brauchen wir die, ne?
Tja, Fred, was machen wir mit dir? Jetzt ist eigentlich schon wieder Folgenende. Das heißt, ich müsste speichern, nächstes Mal neu laden und der Bang ist wieder full live. Oh lol. Also wie gesagt, die Folgen sind ja noch nicht raus, sodass ich gucken kann, wie ihr darauf reagiert. Aber ich fände es cool, wenn ihr das feiert, dass der Fred hier mitzieht. Er ist echt krass dabei, Alter. Leben am Limit mit Hand of Blood. Live. Auf, wie heißt eigentlich die Insel? Wie heißt die Insel? Bei Gothic 2 war es Corinus. Beziehungsweise die Stadt hieß auch Corinus, aber... Wie heißt die Insel? Bin ich jetzt übel hängen geblieben oder gibt es echt keinen Namen für die Insel? Naja, gut. Hier lang kann ich wahrscheinlich nicht. Oh ja, ist ja gut. Okay, da war es das für heute. Fred ist jetzt, glaube ich, die dritte Folge noch am Start oder die vierte schon. Das ist der Shit. Alter, aber ich bezweifle, dass er das... Also bei Cyrus und dann der Osttempel, wobei das eben auch schon echt hart war. Aschebestie, 2 Oger, 1000 Gnome. Was soll den noch umhauen? Ein Drache, falls hier sowas gibt. Naja, bis zum nächsten Mal. Tschüss, Kids.